Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ein neues Projekt steht an. Es wird wieder retromäßig auf meinem Kanal. Und zwar so richtig. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Spiel? Was ist das für ein komischer Typ? Was ist Sunsoft für eine Firma? Und was spiele ich hier überhaupt? Ihr werdet es gleich herausfinden. Ein Spiel für Super Nintendo, ein 2D Jump'n'Run, das hatte ich ja länger nicht mehr auf meinem Kanal. Jetzt wird's endlich mal wieder Zeit dafür. Und es ist Arrow the Acrobat. Ja. Ein sehr, sehr feines Spiel, was ich aus meiner Kindheit noch kenne. Selbst zwar nie besessen habe, aber halt noch kenne aus meiner Kindheit. Ja, und ich habe mir gedacht, damit will ich auch mal wieder so ein bisschen Back to the Roots machen, sozusagen, auf meinem Kanal. Weil früher stand mein Kanal ja immer dafür, dass ich hauptsächlich wirklich Retro-Titel zocke, sehr, sehr alte Retro-Spiele. Und dass diese Spiele nicht einfach nur alt sein sollen, sondern dementsprechend auch relativ unbekannt und am besten auch noch gar nicht Let's Played. Arrow the Acrobat ist jetzt so ein Titel, wo ich noch überhaupt kein deutschsprachiges Let's Play gefunden habe. Es kann sein, dass es das gibt, aber ich habe es bisher noch nicht entdeckt. Und insofern, ja, wird es mal wieder Zeit, das anzugehen. Dem alten Leitspruch von mir folgend, solange es noch Spiele gibt, die noch nicht Let's Played worden sind, ist unser Job noch nicht gemacht. Und das, ja, soll ein weiteres Spiel in meiner Retro-Sammlung werden. Arrow the Acrobat. Das Spiel mit dem wunderbaren Wortwitz. Acrobat? Akrobat? Bat? Wie Fledermaus? Weil der Charakter ist eine Fledermaus? Naja, ihr werdet es gleich sehen. Ein Spiel mit einem Wortwitz, das kann doch nur gut werden. Das kann doch nur sensationell werden. Und wir gehen es an. Zirkus, Akt 1. Finde 7 Sternenplattform. Habe ich gut übersetzt, was? Bin ja auch voll genial drauf. So, Leute, wir sind im Zirkus angekommen. Was kann Arrow? Arrow kann hüpfen und dabei attackieren. Mehr kann er nicht. Ist echt so. Besonders viele Moves hat er hier nicht in diesem Spiel, aber das macht doch nichts. So, hier haben wir diese Sternenplattform. Hier müssen wir, je nachdem welche Anzahl von Sternen angezeigt wird, entsprechend oft auf diese Sternenplattform draufhüpfen. So, jetzt noch zweimal und einmal und weg ist es. So. Das hier sind Clowns. Dieser böse Clown hat uns getroffen. So. Dafür guckt er jetzt in die Röhre und der hat uns wieder getroffen. Dafür wirst doch du in die Röhre schauen. Ich werd bekloppt. Das geht ja richtig gut los hier. So, okay. Dann machen wir jetzt ernsthaft. Ich weiß noch nicht, wie ich hier durchkomme in diesem Spiel. Sag ich ganz ehrlich. In den späteren Akten werde ich auf jeden Fall Save States brauchen, weil das Spiel wird ein bisschen schwieriger und ich kenn's halt nicht mehr so gut und es ist semi-blind. Was bedeutet so viel wie halbblind, ewig lang nicht mehr gezockt. Da könnt ihr mal sehen. Was haben wir hier eigentlich? Hier war ich ja noch. War ich hier schon mal? Und werde ich es bereuen? Ich werde es bereuen. Cool. Das hat's voll gebracht. Wir haben jetzt schon nur noch 3 Leben. Ach du liebes bisschen. Das wird nicht gut. Und gut, dann gehen wir jetzt einfach mal hier weiter. Ganz humorlos. Überhaupt ganz humorlos. Wenn ihr denkt, das ist nur ein weiteres sinnloses Jump'n'Run hier. Tja, dann solltet ihr euch mal genauer Gedanken machen. Glaubt ihr wirklich, dieses Spiel erzählt nur eine ganz einfache, kleine, harmlose Geschichte, die niemanden interessiert? Glaubt ihr wirklich, dieses Spiel ist mal ebenso mir nichts, dir nichts abgehandelt? Nein! Haha! Dieses Spiel ist in Wahrheit der Auftakt. Oder dieses Level hier ist wirklich der Auftakt zu einem tiefen psychologischen Drama, was hier in diesem Spiel entwickelt worden ist. Glaubt ihr mir nicht? Ihr glaubt nicht, dass dieses Spiel tiefgründig ist? Dann will ich es euch mal erklären. Ja. Ihr seht, wo wir hier sind. Wir sind in einem Zirkus. So, aufgepasst. Ich springe jetzt mal hier durch den Feuerreifen durch. Juhu, da kenne ich nichts. Sehr schön, das hat sogar funktioniert. Wir sind hier in einem Zirkus. Arrow ist ja ein Akrobat. Und da er ein Akrobat ist und wir hier in einem Zirkus sind, liegt ja die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um seinen Arbeitsplatz handelt. Ihr seht schon, wo die ganze Sache hinführt. Ja, das hier sind Clowns. Unsere Gegner hier sind Clowns. Das halten wir jetzt mal fest. Und Clowns arbeiten ja für gewöhnlich auch im Zirkus. Folglich liegt natürlich die Vermutung nahe, dass diese Leute hier
Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich habe nur noch 3 Sekunden. 2, 1. Oh, 2. Gut, geschafft. Ich erzähle gleich weiter, was ich machen wollte. Zuerst mal Act completed, nur Scheiße erzählt und wir gehen in Akt 2. Finde den Schlüssel und befreie Ariel, seine Freundin. Ja. Folglich handelt es sich hierbei nicht um Eisen, sondern um Mobbing am Arbeitsplatz. Es ist wirklich so, Leute. Es handelt sich hier wirklich um Mobbing am Arbeitsplatz. Das habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. Ich meine, es sind Clowns, es sind Aeros Arbeitskollegen, aber sie wollen ihn töten. Sie wollen ihn ganz klar töten. Das hat eigentlich schon nichts mehr mit Mobbing zu tun. Das ist einfach nur noch gnadenlose Gewalt und ich weiß nicht, inwieweit ich das gutheißen kann. Also dieses Spiel, ihr seht schon, hat sehr dramatische Züge. Hier im zweiten Akt müssen wir außerdem noch Aeros Freundin retten, die entführt worden ist. Das heißt, wir haben in diesem Spiel gewisserweise auch ein Entführungsdrama und einen Kung-Fu-Clown. Jedes dramatische Spiel benötigt einen Kung-Fu-Clown. Das ist ganz wichtig. So, okay, oh Gott. Hau bloß ab. Die waren nämlich so schwer zu besiegen, die Typen. Mit denen lege ich mich ungern an. So, und aufgepasst, verdammt. Die Frage ist nur, warum mobben sie Aero? Ist es aufgrund seiner Hautfarbe oder weil er eine Fledermaus ist? Das lässt das Spiel offen, das werden wir nie erfahren. Und das ist vielleicht doch ganz gut so, da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Liegt es vielleicht daran, dass sie neidisch sind auf Aeros Fähigkeiten? Man weiß es ja nicht. Sind sie zum Beispiel eifersüchtig darauf, dass Aero fliegen kann und sie nicht? Gut, der Typ da oben, der kann fliegen. Verdammt! Ja, ich werde an dieser Stelle auf jeden Fall mal ein Safe State machen, weil die Stelle war nicht einfach und da oben ist der Schlüssel übrigens. Ja, wunderbar. So doof muss ich mich dann aber doch nicht anstellen. Und? Na los, komm her, Kung Fu Clown! Was? Ja, der war echt schwer zu besiegen, ich weiß es noch. Stattdessen töte ich den Typen da oben, auch nicht schlecht. Kumpel. Macht mich nicht wütend! So. Wunderbar. Und hier oben war eine kleine Falle. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, wo ich jetzt genau mit der Kanone hinziele. So. Ja, weil da oben sind Stacheln. Und ich habe ein Extra-Leben bekommen. Und den Schlüssel. Das ging jetzt alles sehr flott, ich weiß, Leute. So. Ja. Aero hat es nicht leicht hier. Mobbing am Arbeitsplatz. Es ist wirklich eine Geschichte aus dem Leben gegriffen. Es ist wirklich ein sehr, sehr gesellschaftskritisches Spiel. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ich weiß selbst nicht, wieso ich sowas rede. Aber egal. Das ist ja auch hier nicht das Thema. Es geht ja um Akrobaten-Fledermäuse, die rot sind und Schlüssel sammeln und Clowns verkloppen und so. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst letztendlich. Auf mehr kommt es ja auch gar nicht an im Leben. Seid wie eine Fledermaus. Kill your enemies. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. Okay. So, aufgepasst. Was machen wir jetzt am besten? Wir springen hier rüber, weil ich nicht mehr weiß, wo ich überhaupt lang muss. Das ist auch elementar. Das hier ist übrigens Energie, diese A's, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Das A für Arrow, The Acrobat, ein lustiger Wortwitz. Ja, sehr witzig. Oh Mann. Ich kann hier schon wieder richtig Scheiße labern, das ist richtig toll. Ich weiß auch nicht, bei 2D-Jump-Runs kann ich das am besten. Wahrscheinlich, weil sie sonst auch storymäßig nicht viel zu bieten haben. Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, ich habe 2010, im Sommer 2010, kurz nachdem ich Cheese Catastrophe abgeschlossen hatte, ein weiteres sehr verrücktes Jump'n'Run, hatte ich eine Abstimmung gestartet, was der Nachfolger zu Cheese Catastrophe werden soll. Und dieses Spiel war unter anderem auch in der Auswahl, ist dann aber von 4 Spielen, die ich vorgestellt habe, nur auf dem 3. Platz gelandet. Falls ihr wissen wollt, was gewonnen hat, Zul. Zul war damals der Gewinner. Und es ist auch ein sehr schönes Projekt geworden. Da habt ihr euch also für ein sehr gutes Projekt damals entschieden. Nichtsdestotrotz, ich wollte Aero the Acrobat eigentlich schon länger mal let's playen. Und deswegen, jetzt ist mal einfach die Gelegenheit gekommen. Jetzt ist sie da, jetzt wird das auch gemacht. So, und diesen Typ hier müssen wir jetzt töten. Die habe ich gehasst, diese Kung-Fu-Clowns. Die waren echt übel. Ja.
Ja. Das ist ein epischer Kampf hier. Wahnsinn. Wieso? Wieso ist der schon wieder einfach nur abgeprallt? Wieso? Ich weiß gar nicht, wie ich den genau treffen muss. Das ist jetzt mal böse. Oh, Stacheln! Juhu, geil! Dann mache ich nochmal Safe State. Ja, ist vielleicht besser. So, Kumpel! Ich weiß aber immer noch nicht genau, wie ich die treffen muss. Da muss ich mich nochmal erkundigen. So. Dieses Spiel konnte sich in eurer Gunst damals nicht gegen Suhl durchsetzen. Aber, ja, Suhl ist auch ein richtig schönes Projekt geworden. Und ich hoffe, dass ich hier damit jetzt halbwegs dran anknüpfen kann. Jetzt, wo ich etwas mehr Let's Play-Erfahrung auch habe als damals. Ah, so Leute, und hier müssen wir uns jetzt oben durch diesen Ring irgendwie durchkämpfen. Arrow, stell dich nicht so an. Geht doch. So, da musstet ihr ein paar Mal gegen. So, und rüber. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Das ist übel. Ah. Hier sollte ich jetzt vielleicht doch nochmal safe staten. Du dämlicher Clown auf deinem Trampolin, was denkt... Er hat mich geowned. Ja! Sehr schön. Okay, aufgepasst. Und rüber. Und... Das war nicht gut, ich weiß. So, Kumpel, was hast du davon? Leg die Schnisch mit Arrow, dem Akrobatentypi, an. Und du auch nicht. Das bekommt euch allen nicht gut, das wisst ihr nur noch nicht. Ich lass mich hier nicht mehr mobben. Nein. Ich bin ein emanzipiertes Fledermäuschen. Was? Egal. Das habe ich jetzt so nicht sagen wollen. Egal. Wir balancieren hier über das Seil. Wir benutzen das Einrad nicht, weil wir können es halt. Wir können es auch so. Wobei Arrow eine der Grundregeln eigentlich missachtet beim Seiltanz. Er schaut nach unten. Das sollte man eigentlich niemals tun beim Seiltanz, oder? Sollte man das tun? Ich weiß es gar nicht. Ich bin kein Seiltänzer, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Ich habe in etwa ein Gleichgewicht wie ein nasser Sack Reis in China. Ist echt so. Naja gut, okay, aufgepasst! Da war der Typ, der ist ja richtig heftig. Ich will jetzt hier keine Safe-State-Party draus machen, aber wir haben nur noch wenig Zeit. So. Oh, lalalala. So. So. 10 Sekunden, jetzt machen wir Speedrun. So. Oh Gott, das wird ja schon wieder so knapp wie im ersten Akt. Oh, das schaffen wir auch diesmal nicht mehr. Oder doch, wir schaffen's! Juhu! Yeah, und Ariel ist befreit und... Warum mache ich es so knapp? Time remaining 0. Was mache ich denn da? Zirkusakt 3. Finde 15-Sternen-Plattform. Na, wenn wir das mal in der Zeit nicht schaffen, da weiß ich auch nicht. Das wird ja super werden. Aber eins muss man sagen, dieses Spiel hat einen sehr epischen Soundtrack. Und gerade hier die Musik aus Akt 3 habe ich immer sehr gemocht. Ja, und Hot Dogs und alles Mögliche. Und hier haben wir ein weiteres Drama aus Arrow the Acrobat. Dieser Typ, unser Arrow, ist natürlich psychisch durch das ganze Mobbing auch sehr angekratzt. Und das fördert auch so ein bisschen seine Fresssucht hier. Deswegen sammelt er hier alles auf, was er finden kann. Törtchen und Hot Dogs und alles Mögliche. Es ist wirklich ein Drama, Leute, glaubt es mir. Es ist wirklich ein Spiel mitten aus dem Leben gegriffen. Ich meine, guckt euch das an. Wir waren alle schon mal im Zirkus. Ja, genau. Ach Mann, egal. So, wir müssen nun zusehen, dass wir die Sternplattform finden, weil allzu viel Zeit haben wir hier nicht. So, Clown. Ah, geht doch. So, das muss alles schneller laufen. Da muss ich jetzt euch einen Speedrun oben drauf packen. Oh, und wir müssen durch den Feuerreifen durch. Das wird cool, Leute. So, aufgepasst. Das langt noch nicht ganz. So, hier. Das dürfte reichen. Arriba! Oh mein Gott! So, und der Checkpoint ist erreicht. Aber mir missfällt, dass wir bisher erst 2 Sternplattformen gefunden haben.
So. Ich muss auch mal schauen, wo müssen wir nochmal lang? Machen wir jetzt, also in die Richtung weitermachen, ja, da ist ja logischerweise nichts mehr. Dann muss ich jetzt mal schauen. Ich würde sagen, ich beende den Part erstmal an der Stelle. Das ist vielleicht das Sicherste und dann schauen wir im nächsten Part, wie und ob wir überhaupt weiterkommen. Und warum Arrow diesen lustigen Handstand macht. Er lässt sich nicht unterkriegen, der kleine Kerl. Er kämpft sich hier durch. Wir tun es auch im nächsten Part.